Ich glaube, die Entwicklungen sind dermaßen vielseitig, die wir europäisch, weltweit sehen. Wir erleben völlig andere Geschäftsmodelle zurzeit. Wir erleben Wettbewerber, die wir vor einigen Jahren noch nicht mal annäherungsweise erwartet hätten, ne? Wir haben die Big Five, wir haben selbst Alibaba mit Alipay, der aus China jetzt rüberkommt, bei Aldi jetzt ist. Wir haben die Kreditkartenverbände, die in den Nachbarländern sich niederlassen. Also von daher, die Einflussfaktoren auf den Zahlungsverkehr in Deutschland und Europa sind massiv. Und aus diesem Grund hat die Gruppe, ja, die DK, auch eine Antwort darauf gefunden. Ja, die Impulse, glaube ich, die werden uns vorgegeben vom Regulator, aber auch insbesondere vom Kunden. Und diese Dinge, die müssen wir einfach gemeinsam erarbeiten, was wir auch im Fachrat sehr intensiv tun, dass wir uns mit strategischen Dingen sehr intensiv auseinandersetzen, um doch die richtigen Lösungen für die gesamte Gruppe zu erarbeiten. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, aber wir kriegen jeden Tag neue Informationen und die müssen wir eben brandaktuell einfließen lassen. Strategische Themen waren ja früher auf die nächsten 10 Jahre gedacht. Davon können wir uns total verabschieden. Wir müssen uns tagaktuell auf die Dinge einstellen und die Erfahrung der letzten Monate zeigt auch, dass das geht, dass man einfach viel dynamischer, viel agiler an die Themen rangeht. Und ich glaube, das hat auch mit Umbau von Organisationsformen zu agilen Strukturen die Folge. Von daher glaube ich absolut, dass wir diesen veränderten Wettbewerb, diese veränderte Regulatorik total auch begleiten werden, weil wir uns einfach auch verändern. Und das macht mich hoffnungsvoll. Die letzten Themen, die wir eingeführt haben, sind die digitalen Karten, insbesondere für Apple Pay, aber auch die digitalen Karten für Android-Handys. Die Erfahrungen sind einfach, dass gerade jetzt nach der Corona-Krise oder innerhalb der Corona-Krise diese Medien verstärkt nachgefragt wurden, ein extremes Wachstum doch auch zu verzeichnen ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich erlebt, wie Themen wie Geldausgabeautomaten deutlich weniger frequentiert werden. Und ich glaube, diese Verschiebungen dieses Traffics wird auch nachhaltig sein. Und ich glaube einfach, dass das Thema digitale Karten einen extremen Schub in den nächsten Jahren noch weiter erfolgen wird. Ich würde mal sagen, grundsätzlich positiv, was uns sehr freut, dass auch die älteren Kunden diese Themen sehr positiv angenommen haben, auch dankbar angenommen haben, jetzt in Corona im Prinzip das Thema der Hygiene auch dort ja, haben zu können. Ne? Und von daher würde ich sagen, in allen Altersschichten sehr positiv. Ich würde mal sagen, ich bin hybrid unterwegs. Ich habe das auf der Uhr, ich habe das im Handy, aber ich habe es auch im Portemonnaie. Und ich glaube, noch ist der Sicherheitsgedanke da ein wichtiger Gedanke bei. Also von daher, alle Themen sind bei mir vertreten. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du für dieses Geschäftsfeld verantwortlich bist, dass du auch weißt, wie die Dinge funktionieren, wie der tägliche Einsatz ist.